Wir haben bereits gesehen, dass das Christentum ungewöhnlich ist. Und zwar ungewöhnlich in der Hinsicht, dass derjenige, der diese Religion gegründet hat, selber gar kein Christ war. Und wir haben auch gesehen, dass es sich deswegen lohnen könnte, die gesamte Geschichte der letzten 2000 Jahre einmal zu hinterfragen. Sich vielleicht einmal die Frage zu stellen, ob das, was man da glaubt, tatsächlich die Wahrheit ist. Das wirft natürlich die Frage auf, woran erkennt man die Wahrheit? Woran kann man Wahrheit überhaupt erkennen? Am Ende behauptet ja jede Religion, dass sie die Wahrheit wäre. Und die Religion Gottes muss man ja als solche erkennen können. Nicht zuletzt deswegen, weil von der Religion auch Konsequenzen im Jenseits abhängen. Auch das ist bei den meisten Religionen der Fall. Gott kann aber jetzt nicht eine Religion für die Menschheit vorsehen, ohne dass diese Menschen Kriterien haben, woran sie die Wahrheit erkennen können. Der Mensch muss in der Lage sein, zu erkennen, ob das, was er jetzt gerade glaubt, die Wahrheit ist oder nicht. Das ist eine Frage, die sich häufig in einem Gespräch mit einem Christen ergibt. Woher weißt du, dass das, was du glaubst, die Wahrheit ist? Was macht dich da so sicher? Und ich kenne die Top-Antworten. Die Antworten, die am häufigsten auf diese Frage gegeben werden, woran erkennst du, dass das, was du glaubst, die Wahrheit ist? Die häufigste Antwort ist, das ist ein Gefühl im Herzen. Das ist dieses sichere Gefühl der Überzeugung im Herzen. Und das glaube ich ihm sogar. Ich glaube, dass er dieses Gefühl hat. Allerdings sagen das auch Anhänger anderer Religionen. Dasselbe sagen auch eine ganze Reihe von Juden. Dasselbe sagen auch Hindus. Dasselbe sagen auch Muslime. Heißt das, ihre Religion ist für sie auch wahr? Ist das jetzt das Kriterium, das Gefühl im Herzen? Kann das überhaupt das Kriterium sein? Würde Gott nicht einen Menschen in die Irre führen, wenn einerseits so viele Menschen von unterschiedlichen Religionen dieses Gefühl im Herzen haben? Die können doch nicht alle die Wahrheit haben. Ebenfalls eine häufige Antwort ist eine Vision. Ich hatte einen Traum. Mir ist Jesus im Traum erschienen und hat mir eine Botschaft gegeben. Ich glaube auch, dass das passiert ist. Und das Interessante ist, genau das Gleiche sagen die Leute von anderen Religionen. Genau die gleichen Geschichten hört man von Juden, Hindus und Muslimen. Kann das jetzt das Kriterium sein? Würde Gott nicht die Menschen in die Irre führen, wenn er Träume an so viele Menschen mit unterschiedlichen Religionen schickt? Ebenfalls eine häufige Antwort ist, ich habe ein Wunder erlebt. Eine Krankenheilung. Ich war unheilbar krank, ich hatte Krebs im Endstadium, ich habe ein Gebet gesprochen, ich habe zu Jesus gebetet und ich wurde geheilt. Und das glaube ich ihm. Ich glaube ihm, dass das genauso passiert ist. Nur genau das Gleiche passiert auch den Leuten von anderen Religionen. Ganz allgemein wurde mein Gebet erhört. Ich habe ein bestimmtes Gebet gesprochen, ob es jetzt eine Wunderheilung war oder eine Prüfung im Studium oder sonst eine schwere Situation in meinem Herzen. Ich habe ein Gebet gesprochen und das wurde erhört. Und dasselbe sagen die Leute von anderen Religionen genauso. Ich habe schon einmal mit einer Dame diskutiert und sie sagte mir, ich habe ein Gebet gesprochen, Gott möge mir die Wahrheit zeigen. Und ich habe ein Buch aufgeschlagen, was ich sonst eigentlich nie in die Hand nehme, und ich habe dort einen Vers aus der Bibel gefunden. Und das hat mich zu der Überzeugung gebracht, dass das die Wahrheit ist. Und interessanterweise hatte ich ein paar Tage vorher genau die gleiche Geschichte gehört von jemandem, der aber bei einer anderen Religion gelandet ist. Und es gibt auch welche, sie denken, das ist die Wahrheit, weil es bestimmte wundersame Erscheinungen gibt. Es gibt angeblich irgendwo auf der Welt Statuen von der Jungfrau Maria, die anfangen zu weinen. Sowas habe ich schon mal gehört. Und interessanterweise findet man das auch in anderen Religionen. Ich habe vor ein paar Jahren in der Zeitung gelesen, da wurde in Indien behauptet, dass die Hindus in einem ihrer Tempel eine Göttin gefunden haben, die Milch trinkt. Eine Götzenstatue, sie stellen davor Milch hin und sie trinkt die. Können diese Dinge deswegen Kriterien sein? Können das alles Wege sein, wie man die Wahrheit findet? All diese Dinge findet man ja auch woanders. Die Dame, die dieses Gebet gesprochen hat und diesen Vers gefunden hat, die hat mir gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott mich in die Irre führt. Das kann doch nicht sein. Ich spreche ein aufrichtiges Gebet, ich finde diesen Vers, er würde mich doch dann in die Irre führen. Und das stimmt, führt Gott die Menschen in die Irre? Kann man sich das vorstellen, dass Gott die Menschen in die Irre führt?
Die Menschen führen sich selbst in die Irre. Die Menschen nehmen sich Kriterien, die Gott niemals vorgesehen hat. Wo hat Gott jemals gesagt, dass man die Wahrheit daran erkennen wird, dass eine Statue anfängt zu weinen? Dass man ein Gebet spricht und ein Buch aufschlägt? Dass man eine wundersame Krankenheilung erfährt? Wo ist das als Kriterium festgelegt? Ich kann mir auch eigene Kriterien machen. Ich kann mir einen Würfel nehmen und sagen, das ist jetzt mein Kriterium für die Wahrheit. In den Zahlen von 1 bis 5, alle 5 großen Weltreligionen. Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus. Bei einer 6 würfel ich normal. So, Gott zeige mir die Wahrheit. Ich werfe 5. Was war 5? Buddhismus. Ist das jetzt die Wahrheit? Kann ich mich jetzt anschließend darüber beschweren, dass Gott mich in die Irre geführt hat? Gott hätte doch den Würfel anders führen können. Er hätte doch den Würfel so legen können mit genau der richtigen Religion. Gott hat das aber nie als Kriterium vorgesehen. Gott hat doch nie gesagt, würfel die Wahrheit aus. Es ist nicht Gott, der die Menschen in die Irre führt. Es sind die Menschen, die sich in die Irre führen. Gott hat für die Menschen von Natur aus die Dinge vorgesehen, um die Wahrheit zu erkennen. Der braucht diesen ganzen Hokuspokus nicht. Und man erkennt das daran, wenn man sich betrachtet, wie der Mensch im Unterschied zum Tier erschaffen wurde. Der Mensch von seiner Natur aus hinterfragt Dinge. Der akzeptiert Sachen nicht einfach so. Tiere machen das nicht. Das Pferd auf der Wiese zum Beispiel, wenn es eines Morgens aufwacht und da ist jetzt ein nagelneuer Stall auf der Wiese, das wird sich nicht die Frage stellen, wo kommt der Stall her? Was soll das? Warum hat denn da jemand hingestellt? Nein, das benutzt einfach den Stall. Den kann man in der nächsten Nacht auch wieder abbauen, dann hat das Pferd halt keinen Stall mehr. Aber das hinterfragt die Dinge nicht. Ein Mensch ist gar nicht so. Wenn ein Mensch morgens aufwacht und stellt plötzlich fest, direkt an seinem Haus wurde ein Zimmer angebaut über Nacht, der geht nicht einfach rein und benutzt das Zimmer. Der forscht erstmal nach, warum ist jetzt das Zimmer? Wer hat das gemacht? Das geht doch gar nicht. Der Mensch hinterfragt Dinge. Der Mensch hat deswegen auch schon immer in seiner Geschichte das Universum an sich hinterfragt. Wo kommt das alles her? Wer hat das hier gemacht? Und noch eine Sache ist interessant, im Unterschied zwischen einem Menschen und einem Tier. Ein Mensch hat ein Selbstbewusstsein. Er ist sich seiner selbst bewusst. Nicht Selbstbewusstsein im Sinne von Stärke und Mut. Selbstbewusstsein bedeutet, dass er realisiert, dass er existiert. Ein Tier tut das gar nicht. Wenn ein Hund in einen Spiegel schaut, der reagiert, als würde er einen fremden Hund sehen. Weil er sich gar nicht darüber im Klaren ist, dass er das selber ist, dass er Teil von dieser Umwelt ist. Der Mensch ist nicht so. Der Mensch weiß selber, dass er existiert. Der Mensch weiß, dass er eine Vergangenheit hat und dass er eine Zukunft hat. Deswegen hat der Mensch sich auch schon immer gefragt, woher komme ich und wohin gehe ich? Der Mensch ist so konstruiert. Deswegen hat der Mensch sich zu allen Zeiten in seiner Geschichte auf die Suche gemacht. Der wollte wissen, wofür ist das Ganze da? Wo führt das Ganze hin? Wer hat jetzt die Antwort? Wer liefert Antworten auf die Frage, was das Ganze hier soll? Das sind doch die Religionen. Religionen liefern Antwort auf diese Frage. Und so macht der Mensch sich auf die Suche. Und es könnte ja sein, dass er jetzt einen Hindu trifft und ihn fragt, sag mir mal etwas über Gott, über diese Geschichte, über die Schöpfung, was das Ganze hier soll. Erzähl mir etwas von deiner Religion. Du glaubst ja, dass du die Antwort hast, okay, ich möchte mir diese Antwort anhören. Und dann sagt der Hindu vielleicht, okay, kein Problem, ich erzähle dir mal eine Geschichte von Gott. Und dann erzählt er. Und das ist eine authentische Geschichte, die gibt es tatsächlich nichts im Hinduismus. Der Hindu erzählt ihm dann, Gott ist eines Tages mit seiner Frau in einem Wald in Indien spazieren gegangen. Und da kam ein Dämon und hat seine Frau entführt. Und Gott hat das natürlich nicht gefallen. Der wollte seine Frau wiederhaben. Der hat jetzt den Affengott beauftragt, seine Frau wiederzuholen. Der Affengott baut eine Brücke von Indien nach Sri Lanka. Da war nämlich die Frau gefangen gehalten. Der braucht 12 Jahre dafür für die Brücke. Geht über die Brücke und versucht, die Frau wiederzukriegen. Was ist, wenn jemand dir so eine Geschichte über Gott erzählt? Und er ist der festen Überzeugung, dass es die... Kann das sein? Woher willst du erkennen, dass das die Wahrheit ist? Oder ob das überhaupt die Wahrheit ist oder nicht? Und das ist eine dritte außergewöhnliche Eigenschaft, die der Mensch im Gegensatz zum Tier hat. Der Mensch kann logisch denken. Er kann logisch schlussfolgern. Wenn ich hier einen Schuhkarton unter dem Arm hätte und jemand mich fragt, was ist da drin? Und ich würde ihm sagen, eine Boeing 747. Dann wüsste er sofort, dass das, was ich ihm sage, nicht die Wahrheit ist. Aber woher weiß er das? Er kann logisch nachdenken. Er weiß, dass die Boeing 747 viel größer ist als der Schuhkarton.
Und er weiß, dass in einen Behälter nur Dinge reinpassen, höchstens gleicher Größe. Natürlich denkt man nicht so kompliziert nach, aber das ist im Ende das, was da passiert. Und das ist eine Eigenschaft des Menschen. Ein Tier kann das nicht. Ein Tier müsste jedes Mal in einem Karton nachschauen, ob das, was ich ihm sage, wahr ist oder nicht. Der Mensch kann das so, der muss nicht nachschauen. Der Mensch kann das so beurteilen. Und jetzt kommen wir noch einmal zu dem Hindu zurück. Ich möchte von ihm wissen, wer ist derjenige, der dieses Universum erschaffen hat? Wer ist Gott? Welche Eigenschaften hat er? Und dann erzählt mir jemand, Gott geht mit seiner Frau im Wald spazieren, da würde ich schon mal hellhörig werden. Und dann kommt ein Dämon und entführt ihm seine Frau. Und ein anderer Gott braucht 12 Monate oder 12 Jahre, um eine Brücke zu bauen. Da würde ich, ja, Moment, stopp. Willst du mir allen Ernstes sagen, dass derjenige, der dieses Universum erschaffen hat, 12 Jahre braucht, um eine Brücke von Indien nach Sri Lanka zu bauen? Unmöglich, no way. Ich würde mir von Anfang an erstmal die Frage stellen, wie kann es überhaupt mehrere Götter geben? Es kann doch nicht mehrere allmächtige Götter geben. Einer muss doch den anderen besiegen können. Was ist, wenn der eine sagt, ich erschaffe ein Universum und der andere sagt, nee, gibt's nicht. Wer setzt sich denn jetzt durch? Es kann doch eigentlich nur einen geben. Wenn ich mir also diese Geschichte anhören würde, dann wüsste ich sofort, das, was er mir hier über Gott erzählt, da stimmt irgendwas dran nicht. Das kann so nicht gewesen sein. Jetzt könnte natürlich der Hindu sagen, Gott ist etwas, was die Vorstellungskraft übersteigt. Das kann man nicht mit dem Verstand beurteilen. Gott ist unvorstellbar. Das ist ein Geheimnis des Glaubens, das muss man einfach so akzeptieren. Und er hat recht. Wenn man den Verstand nicht benutzt, wenn man ihn ausschaltet, dann kann das die Wahrheit sein. Dann kann die ganze Geschichte von einem Gott, dessen Frau entführt, das kann alles die Wahrheit sein. Aber jede andere Göttergeschichte kann auch die Wahrheit sein. Das, was sich die Römer ausgedacht haben, mit ihren Götterfamilien, die Krieg untereinander führen, mit dem einen, der dem anderen die Frau ausspannt und dann wird der Sohn sauer und was weiß ich nicht alles, das kann alles die Wahrheit sein. Warum kann das alles die Wahrheit sein? Weil der Verstand das Instrument ist, was der Mensch hat, um die Wahrheit zu erkennen. Natürlich, wenn ich den Verstand ausschalte, dann kann das die Wahrheit sein, kann alles die Wahrheit sein. Das kann aber nicht der Weg sein, den Gott vorgesehen hat für einen Menschen, um die wahre Religion zu erkennen. Das ist unmöglich. Denn wenn ich meinen Verstand ausschalte, dann erscheint mir jede Lüge auf diesem Planeten auch als Wahrheit. Jede Lüge auf diesem Planeten sieht auch wie eine Wahrheit aus. Ich kann deswegen auch umgekehrt schlussfolgern. Eine Wahrheit, die ich nur dann erkennen kann, wenn ich den Verstand ausschalte, ist alles, aber ganz sicher keine Wahrheit.